Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 8. Heute besaufen wir uns, bis wir umfallen. Und zwar mit dem Übrigen, das wäre. Okay, es wird nicht gesagt. Ich kann nur so viel verraten, es ist für Laguna kein Alkohol. Wie letztes Mal schon gesagt wurde, er trinkt, glaube ich, immer Orangensaft. Und weswegen wir eigentlich hier sind, ist diese Klavierspielerin da hinten. Genau. Der soll jetzt unbedingt hingehen und sich vorstellen oder zumindest etwas sagen, glaube ich. Also gehen wir mal hin. Okay, er dreht wieder um. Ich weiß doch nicht genau. Ah ja, oh ja, jetzt geht's. Gehen wir hin und stellen uns einfach vor, oder? Was ist jetzt los? Der bekommt einen Beinkrampf. Während meine Katze schon wieder meine Tastatur misshandelt. Ja. So, und dann muss er natürlich als gebrochener Mann muss er hier umdrehen. Jawohl, er traut sich einfach nicht hingehen. Oder er geht nochmal im Kreis. Wie auch immer. Ich weiß jetzt nicht genau, warum er im Kreis gegangen ist. Aber es hat zumindest lustig ausgesehen. Also setzen wir uns mal wieder hin. Komischerweise kann er jetzt wieder laufen. Und die beiden amüsieren sich immer köstlich, wenn Laguna hier seine Vorstellung in den Sand setzt. Das war ganz schön anstrengend, oder? Okay, dann weg mit euch. Kann ich mich auch wieder bewegen? Danke. Oh. Beinkrampf, Beinkrampf, Beinkrampf. Ich hab's gewusst. Das. Na, ich weiß nicht. Setzen wir sie mal nieder. Kommentare von Squall hier sind auch sehr witzig. Ja, das glaube ich schon, ja. Sollte vielleicht etwas Magnesium essen. Das hilft, glaube ich, bei Krämpfen, oder? Ja, dafür ist es schon zu spät. Würde ich fast sagen. Warum steht das in Klammer? Die wollen wohl alle wissen, wie es weitergeht. Na dann hopp auf. Kann doch nicht zu schwer sein, oder? Real ist es natürlich auch nicht, wie es Squall treffend bemerkt. Mit meinem Sex-Upper. Sex-Upper ist cool, ja. Okay, wir könnten die Typen hier noch fragen, was so abgeht. Brauchen wir allerdings nicht. Erzählen nicht so wirklich interessante Sachen. Sondern hier den Typen anreden und fragen, wo das Zimmer ist.
Sehr gut. Er hätte das sicher nicht alleine hingefunden. Oder hätte wahrscheinlich Wadenkrämpfe bekommen vor lauter Nervosität. Danke für die Einladung. Sehr höflich. Und so persönlich. Und jetzt? Irgendwie sieht das so aus, als würde er nicht wissen, was er tun soll. Oh, wir können uns bewegen. Cool. Na, schauen wir mal, vielleicht können wir irgendwas einsammeln hier. Ich weiß nämlich gar nicht. Das sieht nicht so aus. Na, dann gehen wir vielleicht zu dir wieder hin. Ah, sie will natürlich nur reden. Wie er wegläuft. Panik, Panik. Sehr schön. Da hat er schon mal einen Fuß in der Tür. Und sie will ihn betrunken machen. Was kommt jetzt? Okay. Er ist nur deswegen Soldat, damit er bei seinen Freunden sein kann und damit er die Welt sieht. Gute Frage. Ein toller Plan. Cool, er hat sogar schon einen Artikel geschrieben, der veröffentlicht wurde. Als ob wir das nicht alle schon mal gemacht hätten. Ist doch ein Klacks, oder? Laguna liegt breit auf dem Bett. Aber das macht doch nicht Laguna. Komischerweise ist es draußen immer noch dunkel, obwohl Laguna jetzt geschlafen hat. Cool. Das wollen doch alle hören, oder? Beinkrampf. Jetzt wird's etwas kitschig. Okay, freut sich sogar. Also Squall würde das sicher widersprechen, dass das ein Traum ist. Verdammt, immer in den besten Momenten. Das hoffe ich doch, oder? Und ich kann schon so viel verraten, sie müssen sich sogar nochmal wiedersehen. Ich spoilere jetzt allerdings nicht mehr. Cool. Das war also doch nur ein Traum. Oder zumindest so was Ähnliches. Nächster Halt, Timber, Timber. Timber, 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 Timber. Noch wackelig, wackelig auf den Beinen, oder? Ja, wir haben alle geschlafen. Aber warum sollten uns die Zugleute vergiften wollen? Ich weiß nicht. Fehlt irgendwas?
Das war alles gut, oder? Ist ja noch einmal gut ausgegangen. Na, das ist ja fein. Oh, Selfie hat einen schönen Traum. Und was war in dem Traum? Ja, Squalls Traum war ja nicht so schön, wie wir mitbekommen haben. Eher etwas kitschig und peinlich. Aber was Selfie geträumt hat und was Cell geträumt hat, das und noch viel mehr sehen wir nächstes Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Final Fantasy 8. Bis dahin wünsche ich euch wie immer viel Spaß.